Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Warcraft 3. Gut, ich mache es heute einfach mal ganz kurz, knapp, steril. Und freue mich einfach nur, dass ihr eingeschaltet habt. So. In der letzten Folge sind wir in diese Mission angekommen. Und sind nun auf Weg. Endlich. Mal schauen, was es hier drüben gibt. Faszinierend. Wie ihr meint. Ah, seid gegrüßt, werter Ork. In dieser Gegend mutet einer von euch seltsam an. Wir sind zum Holzfällen hier, kleiner Goblin. In dieser Gegend macht uns ein Stamm Bärmenschen, die Furbolgs genannt werden, großen Ärger. Tötet ihren Häuptling und wir verkaufen euch unsere Waren günstig. Vielleicht borgen wir euch sogar Schredder. Ich denk drüber nach. Warum sind die geil? Weil das Holzfäller 2.0 sind. Ich denk die drüber haben mir nach. Meine Aufgabe äußerst erleichtern. Ich habe nur ein klitzekleines Problem. Ja? Chen. Erstens mal, wie viel Bauheckler habe ich? Wolle. Und da soll einer mal anfangen, Gold das aufmachen. Kann ich. Ich kann nicht mehr warten. Während ihr euch mal etwas Endlich. Umseht. Sind nämlich überall diese verdammten Irrwische und ich mag die nicht. Die färben die Karte blau und niemand darf überleben. Das mutet dann immer so an, als wären Enemies in der Nähe. Endlich. Oh Gott, jetzt geht diese Waldsache wieder nach. Wieder los. Endlich. Wie ihr meint. Oh. Arklin, in diesem großen Baum pulsiert Magie. Wir sollten ihm fernbleiben. Ha! Bin ich von Feiglingen umgeben? Das ist ein Baum wie jeder andere. Fällt ihn! Lässig. Kodobestien können Menschen fressen und die dann verdauen. Also Menschen, sie können Personen fressen Niemand und die dann verdauen. Überlebt. Das hat geile Folgen. Und das Plündern recht viel Geld. Was hat das für Vorteile? Kann einen Gegner mehr oder weniger sofort ausknipsen und die Kodobestie wird dadurch geheilt. Seht ihr? Dieser große Baum hat uns eine Menge Holz eingebracht. Wenn wir noch mehr Bäume finden, werden wir auch sie fällen. Schon gesagt, und er weiß ja nicht, was das für Bäume sind. Die werden wir später dann noch genauer unter die Lupe nehmen. Niemand darf überleben. Vermaledeite Waldgeister. Endlich. Niemand darf überleben. So. Kriegshäuptling. Gut. Ich denk drüber nach. Das erste Lager der Waldelfen ist ausgelöscht. Ich werde mich jetzt hier zurückbegeben. Zurückziehen. Meine Armee wieder erneut aufstocken, weil ich habe recht wenig Soldaten zur Verfügung. Nehme ich lieber noch zwei Wolfsreiter mit. Kostet ein Grunzer mehr als ein Wolfsreiter? Tatsache. Muss was getan werden? Was? Alles klar. So, wir werden uns auch gleich mal aufmachen, diese Furbolgs zu zertöten. Weil das mir einfach irrsinnig viel bringt, die Schredder zu haben. Mein Leben für die Horde. Bäume des Lebens, der steht nicht da wie viele, leider. Bereit zum Ausritt. Ich kann nicht mehr warten. Die Schreiter erleichtern mir meine Arbeit so stark. Sag das Zauberwort. Endlich. So immens erleichtern die mir mein Leben. Das ist unglaublich. Und vor allem, da jetzt ein Lager weniger ist, sind auch weniger Elfnummer. Also umher. Kriegshäuptling? Das darf man auch nicht vergessen, meine Freunde. Das darf man auch nicht vergessen. Und er durfte inzwischen schon die Wächterin verdaut haben. Das ist gut. Bereit zum Ausritt. Sodass er wieder eine neue Wächterin fressen könnte, wenn er will. Ich denk drüber nach. Ist auch sehr zu empfehlen gegen stärkere Gegner. Wie ihr meint. Ich denk drüber nach. Wie Laufen ihr meint. Wir mal dahin. Endlich.
Wie ihr meint. Endlich. Wie viel Gold muss ich sammeln? 15.000. Cool, ein Drittel habe ich schon. Nach. Endlich. So, da ist irgendwo auch ein neues Lager, glaube ich, der Waldelfen. Waldelfen, sage ich schon. Nachtelfen. Endlich. Wo sind hier die Furbolgs? Das müssen die Furbolgs sein, die der Goblin erwähnte. Dies wird ein ehrenhafter Kampf. Das wird da. Definitiv. Ich weiß geil, den Germanen hier zu fressen. Kriegshäuptling? Ich werde durch den Bauch. Niemand darf überleben. Problem. Ich denk drüber nach. Ein Hippogryphenreiter. Wie ihr meint. Scheiße. Wir werden angegriffen! Unsere Stadt wird angegriffen! Ja doch, Mann, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich denk drüber nach. Endlich. Aber solange der AP uns tötet, geht's mir noch gut. Ich denk drüber nach. Reiten wir! Wir werden angegriffen! Wie schon erwähnt, ich bin nicht glücklich über meine derzeitige Kapitalanlage hier. Kein Problem. Wir machen wieder das Gleiche. Ja, scheiße! Das hat jetzt zu lange gedauert. Ja, wenn die Krotobestie stirbt, bevor die Einheit fertig verdaut ist, dann, ja, wie soll ich sagen? Was mit der Einheit? Oder bist du selbst, aber überall so welche Orts. Niemand darf überleben. Endlich. Oh, ich hab kein Geld mehr. Ich hasse diese Mission für das. Ich finde die Mission recht geil eigentlich. Weil ich eigentlich nur Holzfällen brauche. Aber ich finde sie scheiße, weil ich einfach kein Zeugs habe. Viel zu wenig Zeugs zumindest. Zwei Pions laufen hier noch. Ich muss meine Peons erweitern. Ich brauche mehr Peons, die Gold abbauen. Ich brauche viel mehr Gold. Und Holz kann einmal warten. Das kann ich. Ja, das ist eine der wenigen Missionen, wo ich wirklich alle Gegner töten kann, ohne dass ich gewinne. Endlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Gegner zurück. Jetzt kann ich auch mal weiter. Und jetzt hat er einen Klingensturm gelernt. Wie ihr meint. Recht wertvolle Fähigkeit. Ich denke drüber nach. Eigentlich die einzige wirkliche Fähigkeit, also wirkliche Fähigkeit des Schwertmeisters. Ich denk drüber nach. Klingemeister, die wirklich was bringt. Endlich. Ich denk drüber nach. Endlich. Ja, Häuptling. Ich kann nicht mehr warten. Die Furbox zu töten, das wäre fett nützlich. Fett nützlich. Wie ihr meint. Endlich. Das Problem ist, die sind nicht schwach. Wie ihr meint. Niemand darf überleben. Aber die kritischen sind auch nicht schlecht. Die Crits, die Sau landet. Da ist der Furbolg-Häuptling. Der braucht gleich da stehen bleiben. Links-Häuptling? Ja, der Sturm ist stark. Links-Häuptling? So, stirb. Endlich. Coolen Gesundheitsstein. Das ist cool, das gefällt mir, ja? Das gefällt mir. Der erhöht nämlich. Oh. Da hängt mein Handy aus. Drüber nach. Endlich. Das muss ich jetzt schnell kurz anstecken gehen. Entschuldigt mich kurz. Einen Moment. Okay, ich glaube, es verzögert sich noch. So, bin wieder da. Das war jetzt. Kann nicht mehr hat jetzt hier nicht lange gedauert. Ja, mir ist mein Handy irgendwie. Kriegshäuptling? Ja. Tot geworden. Endlich. Ich habe jetzt auch mein Handy abgeschaltet. Weil ich.
so wenn ich Strom hatte. In meinem Handy. Und ohne mein Handy habe ich keine Stoppuhr. Nicht mehr warten. Und ohne Stoppuhr weiß ich, würde ich nicht wissen, dass bereits die Hälfte der Folge um ist. Ah, danke. Also, diese Schredder durchschneiden die Bäume im Handumdrehen. Wie ihr meint. So. Mag ich. Bereit zum Austritt. Folgender Aspekt wird jetzt verändert. Mein Leben. Alle Peons gehen Holz sammeln. Alle Peons. Alle Peons. Das ist folgender Aspekt, und zwar... Alles klar. Die Schredder machen sowieso alles besser als die Peons. Sind hammermäßige Holzabbauer. Das kann ich. Holz dafür aber auch den Wald nieder, wie Drescher. So, ihr zwei... Ich kann nicht mehr warten. Schließt doch mal der Kohorte an. Habe ich jetzt meine Schredder gepackt? Ja. Wo kann man denn durch schön holzen? Fangt's einfach mal da an. Fängt hier an. Schaut mal, wie die Holz niederreißen. Das ist so bestialisch. Mein Brandrodung ist ein Scheiß dagegen. Gewaltiger Fall. Ich glaube, die liefern 20 oder 30 oder 100 oder irgendetwas Holz ab. Die sind fucking... rentabel sind die, ja. So, und dann können wir eigentlich nur noch ins Aufmachen, Elfen zu töten. Schön. Jeder braucht Hobbys. Ich hab nicht gesehen, wie die abgeliefert haben. Die Mission, die macht sich eigentlich mehr oder weniger sogar von alleine. Jetzt. Ich meine, hier ist kein Elf mehr hier. Das heißt, ich kann hier mal den ganzen Wald hier wegholzen ohne Probleme. Ich werde mich da weiter umgucken, dass hier noch nichts ist, weil dann kann ich mich hier rüber schreddern. Wegs, Häuptling? Braucht ihr was? Ich hoffe nur, es kommt kein Angriff. Irgendwo. Ich weiß, da oben ist noch recht viel Elfen. Endlich. Power. Ich denke drüber nach. Wie ihr meint. Mal sehen. Endlich. Ich denk drüber nach. Ist natürlich wieder Nacht. Helfen schon den scheiß Vorteil. Das wie ihr meint. Sind schrecklich wahren Troller. Endlich. Das sind sie. Die Elfen. Würde sagen, gleich mal diesen scheiß Turm. Das sind die Türme der Elfen. Der Nachhelfen. Ich kann nicht mehr warten. Ich denke drüber nach. Endlich. Ach Mann! Starrt doch alle! Wie ihr meint. Da Dryaden. Ich denk drüber. Gar nicht mal wenig Enemies auch noch. Endlich. Niemand darf überleben. Scheiße, und ich habe nichts. Gar nichts. Ich kann nicht mehr warten. Einen Helden habe ich, ja, das habe ich. Niemand darf überleben. Der kämpft einen unterlegenen Kampf, scheiße. Wir werden angegriffen. Kriegshäuptling? Und die können schon auch kämpfen. Den Bogenschützen werden die auch noch zertöten können. Diese Frauen kämpfen mit beispielloser Wildheit. Ihresgleichen habe ich nie gesehen. Sie sind perfekte Krieger. Ach Gott. Wir haben einfach und allein einen Vorteil, diese scheiß Nachtelfen. Ich kann nicht mehr warten. Einen Vorteil. Und jener Vorteil ist der Vorteil, dass ich keine angenehme Goldquelle habe. Da wäre aber wieder ein... Das glaube ich ist sowieso der Hauptstützpunkt des Feindes. Der hat doch alles! Das ist eine komplette Basis! Furchtbar. Ich habe kein Gold mehr für Menschen. Mhm.
kein Gold mehr. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja? 450 Gold. Wer überlegt sich so einen Scheiß, wo ich so schlechte Ambitionen habe in der Mission? 200 liefert er. Ich habe jetzt ein Drittel. Muss was getan werden? Arbeit, Arbeit. Kriegshäuptling? Mit einer angeschlagenen Helden und einem Wolfsreiter wird das sicher nicht deine Nachwölfenbasis angreifen. Da heißt es einfach wohl warten. Ich habe leider Gottes nichts Günstiges. Braucht ihr was? Blöde alleine macht auch nicht so viel. Ich habe kein Gold. Ja. Sind fleißig. Lassen nichts übrig. Nichts. Leider Gottes müsste ich bald hierher expandieren. Das ist das Problem. Schiene. Ich kann nicht mehr warten. Dass ich kein Gold habe. Hm? Nichts. Da leist mir nicht einmal vernünftiges Personal. Ich kann nicht mehr warten. Da ist ein Goblin-Labor. Aber der wird keine Bautruppen, aber keine Kampftruppen haben, günstiger. Wie ihr meint. Goblin-Randalier, aber. Hm? Ist noch 200. Hm? Ich hab einfach kein Gold. Aber das Cheaten schon wieder fein. Aber warten. Ich kann doch den Stiefel verkaufen, aber der bringt nur 75 Gold. Gesundheitsschnell bringt 225, aber dafür. Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Speich lieber. Bild noch eine kleine Armee aus. Und plünder lieber. Wie gesagt, hätten die Nachtelfen hier nicht angegriffen. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann mit zwei Wolfsrädern und schon wieder Schaden anrichten gehen. Ja, schon wieder Schaden machen. Die sind so bestialisch. Schaut mal, wie die das wegholzen. Ich werde sie nicht mehr machen. Das werden sie nichts. Furchtbar. Hohoho. Ich persönlich bin zwar ein riesengroßer Fan von der Ockermann, aber diese Mission ist einfach nur. Ja, Häuptling. Verzögerungstaktik. Wie ihr meint. Endlich. Ich denke drüber nach. Ich hoffe, diesmal kann ich in Ruhe Krieg führen. Wie ihr meint. Eindeutig müsste dann noch irgendwo ein Lager sein, das nicht so stark ist. Ich denke drüber nach. Wie ihr meint. Endlich. Nicht so stark befeindet. Ich denke drüber nach. Endlich. Ich denke drüber nach. So, da kann man wieder schön Schaden anrichten. Diese Wächterinnen sind recht defensiv stark. Ich kann nicht mehr fahren. Aber da brauche ich noch keine Wirbelwind. Da reicht Krom aus. Endlich. Wow. Das ist übrigens dieser Brunnen, der sie heilt. Sag das Zauber. Toll. Jetzt kann man das ersetzen. Ich denk drüber nach. Bevor ich dann abhaue. Endlich. Eieiei. Ich denk drüber nach. Super. Pff, hat wieder viel gebracht, ne? Ich hab schon wieder viel Schaden gemacht. Ich denk drüber nach. Wahnsinn. Ich muss unbedingt die Schredder auf 2 legen. Die müssen meine Basis im Notfall verteidigen. Ja. Kann ich nicht Türme bauen für nur Holz? Nee. Scheiße. Ich kann nicht mehr warten. Job. Ach Gott, Kinder. So, passt. Jetzt wartet ihr mal kurz. Kriegshäuptling? Da sicher bald wieder die Nachtelfen daherkommen und angreifen. Und ich hab nur Krom da stehen. Ich hab einfach kein Gold. Das ist furchtbar. Eindeutig müsste ich
Peons produzieren, aber ich... Ich mag nicht. Ach, ich sage euch, das dauert wieder. Gut. Und damit würde ich sagen, das war's für heute und bis zur nächsten Folge Warcraft 3. In der nächsten Folge werden wir das etwas eleganter machen. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.